Hallo und herzlich willkommen bei der Stiftung für aktives Kommunalwesen und in unserer Videoreihe Engagement organisieren. Ihr engagiert euch für einen guten Zweck oder ihr wollt damit loslegen, zum Beispiel Musikunterricht für Kleinkinder anbieten oder die Karnevalssession vor Ort ausrichten oder Naturfreizeiten für Jugendliche aus der Stadt organisieren. Wir möchten euch behilflich sein. Dazu stellen wir euch unterschiedliche Rechtsformen vor, mit denen ihr eure Aktivitäten unter ein Dach bringen könnt und geben euch hoffentlich gute Impulse für die Entscheidung, welche dieser Rechtsformen am besten zu euch passen würden. Schnell stößt man bei seinem individuellen Engagement an rechtliche oder organisatorische Grenzen. Aber was klein anfängt, kann ganz schnell groß und umfangreich werden. Und dazu ist man lieber gut aufgestellt. In den beiden anderen Videos dieser Reihe geht es um Vereine und um Stiftungen. Aber in diesem hier geht es um die Firma. Eine Firma ist der Name, unter dem ein Betrieb aus menschlicher Arbeit, Kapital und Technik Leistungen erstellt und am Markt anbietet. Abonniert die STAKO bei YouTube, wenn euch gemeinnütziges Engagement interessiert. Bei Fragen oder Vorschlägen schreibt uns einen Kommentar drunter. Und wenn ihr helfen wollt, Videos anschauen, teilen und ein Gefällt mir dalassen. Alle wichtigen Links gibt es in der Videobeschreibung. Bevor wir loslegen, holen wir mal unseren Willi dazu. Hi Willi! Der Willi ist musikbegeistert und beherrscht gleich mehrere Instrumente. Seit vielen Jahren bringt er im örtlichen Musikverein Kindern und Jugendlichen das Musizieren bei. Musik machen, findet Willi, das ist wie zaubern können. Musik begeistert arm und reich, alt und jung, irgendwie jeden. Bislang hat Willi das alles ehrenamtlich gemacht. Aber der Musikverein könnte ihm jetzt einen eigenen Raum und sogar ein Honorar anbieten. Die Finanzierung dafür ist für mehrere Jahre sichergestellt. Einzige Bedingung, der Musikverein kann Willi nicht fest anstellen. Seine Honorare können nur auf Rechnung ausgezahlt werden. Die Gelegenheit ist super für Willi. Die Freizeit, die er sowieso schon einsetzt, könnte ihm jetzt bezahlt werden. Die Nachfrage an Musikunterricht ist groß und die Räumlichkeiten des Musikvereins super geeignet. Also Willi, machst du dich damit selbstständig? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie das abläuft? Welche Unternehmensarten so für dich in Frage kommen. Bislang ist das alles ziemlich einfach. Willi arbeitet ehrenamtlich in seiner Freizeit für den Musikverein. Weil nichts gezahlt wird, muss er sich auch über Rechnungen, Gewinne, Verluste und Steuern einfach keine Gedanken machen. Das ändert sich aber alles, wenn der Musikverein Willis Kunde wird und vorher vereinbarte Preise für Willis Leistungen bezahlen muss. Auf Willi kommt sogar noch viel mehr zu. Er muss dann Angebote und Rechnungen schreiben, Bücher führen und je nach Umsatz und Erfolg natürlich Steuern zahlen. Und vermutlich wird er dafür Steuerberatung brauchen und die kostet ja wiederum auch was. Und für welche Rechtsform soll er sich entscheiden? Das ist doch alles irre viel. Aber keine Angst, Willi. Eins nach dem anderen. Willi überlegt sich, wie er sich selbstständig machen soll. Das kann grundsätzlich jeder. Er könnte sich als sogenannter Einzelunternehmer an die Arbeit machen. Dann wäre Willi mit seinem gesamten privaten Vermögen haftbar für seine Unternehmung Musikunterricht. Und zweitens würden die Gewinne aus dem Unternehmen seinem privaten Vermögen, also ihm direkt, zugerechnet und wären damit natürlich einkommensteuerpflichtig. Willi könnte aber auch ein rechtsfähiges Unternehmen gründen. Also eine rechtlich selbstständige Einrichtung, deren Rechte, Pflichten und Risiken von seinem Privatvermögen getrennt sind. Willi und ihr und ich, wir sind natürliche Personen. Das ist Rechtssprech für Menschen. Rechtlich selbstständige Unternehmen sind juristische Personen, also erfundene Personen, Phantome. Das Phantom kann aber nicht handeln, es tut ja nichts. Eine juristische Person braucht deshalb immer sogenannte Organe, also andere Personen, die verantwortlich handeln und Entscheidungen treffen dürfen. Zum Beispiel die Eigentümer, man sagt auch Gesellschafter.
oder die Geschäftsführer, die, du ahnst es, Willi, die Geschäfte führen. Unternehmen, die rechtlich selbstständig sind, nennt man Kapitalgesellschaften. Im Gegensatz dazu nennt man Einzelunternehmer und Gruppen von Einzelunternehmern Personengesellschaften. Alle Unternehmen, ob Kapital- oder Personengesellschaften, haben eine Firma. Das ist der Name des Unternehmens. Im Alltag benutzen wir die Begriffe Firma und Unternehmen deswegen oft gleichbedeutend. Und Willi, was machen wir jetzt? Kapital- oder Personengesellschaft? Und welchen Namen, welche Firma soll deine Unternehmung haben? Es gibt unterschiedliche Arten von Kapitalgesellschaften. Dazu gehören diejenigen, an denen das Eigentum in Form von Aktien auf viele verteilt ist. Das sind die Aktiengesellschaften AG, die europäischen Aktiengesellschaften SE oder auch die Kommanditgesellschaften auf Aktien KGAA. Da Willi aber alleine Gesellschafter, also Eigentümer, und Geschäftsführer sein will, macht eine Aufteilung der Gesellschaft auf viele einzelne Aktien wenig Sinn. Gut so, Willi. Das spart mir eine Menge Zeit beim Erklären. Für Willi als Alleingesellschafter seines zukünftigen Musikunternehmens kommt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH als Rechtsform in Frage. Oder deren kleine Schwester, die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft UG. Und solche Kapitalgesellschaften kann einfach jeder gründen? Grundsätzlich klar. Ein paar Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Eine Kapitalgesellschaft braucht natürlich erstmal Kapital. Logisch, oder Willi? In eine GmbH muss man sogenanntes Stammkapital im Wert von mindestens 25.000 Euro einbringen. Und zwar mindestens die Hälfte davon in Geld. Der Rest kann in Sachwerten, Wertpapieren oder anderen Vermögensgegenständen eingebracht werden. Für eine Gründung mit einem geringeren Stammkapital kommt nur eine UG, also die kleine Schwester der GmbH, in Frage. Bei der UG muss das gesamte Stammkapital in Form von Geld eingebracht werden. Außerdem muss die UG mindestens ein Viertel aller ihrer Gewinne so lange ansparen, bis sie eine richtige GmbH mit dem erforderlichen Stammkapital werden kann. Den Link zum GmbH-Gesetz, in dem das alles zu GmbH und UG geregelt ist, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Willi hat sich entschieden, mit einer GmbH loszulegen. Er hat 12.500 Euro auf der hohen Kante und die Instrumente, die er ins Unternehmen einbringen wird, sind weit mehr wert als die noch fehlenden 12.500 Euro. Und damit kommt er auf den Wert zur Gründung einer GmbH. Und eine Firma, also ein Name, der ist Willi sofort eingefallen. Willis Musikschule soll die Gesellschaft heißen. Zu Willis Musikschule GmbH fehlen jetzt nur noch zwei Voraussetzungen. Einmal der sogenannte Gesellschaftsvertrag und ein Notartermin. Der Gesellschaftsvertrag ist das Gründungsdokument des Unternehmens. Nach dem GmbH-Gesetz muss Willi die Firma, also den Namen, und den Sitz des Unternehmens, den Unternehmensgegenstand, also den Zweck und die Tätigkeiten, den Betrag des Stammkapitals, 25.000 Euro, davon die Hälfte in Geld und die andere in Musikinstrumenten, und die Anzahl der Gesellschafter, Willi alleine, also einer, sowie deren Anteile am Stammkapital, Willi zu 100%, enthalten. Musterverträge dafür findet man im Internet und jede Menge nützliche Links dazu in der Videobeschreibung. Willi, du wirst Alleingesellschafter deiner GmbH und auch selbst Geschäftsführer. Dann wird das kein großer Akt mit dem Gesellschaftsvertrag, keine Sorge. Denn für die einfachen Fälle, bei denen das Unternehmen maximal 3 Gesellschafter und maximal einen Geschäftsführer hat, hat der Gesetzgeber dem GmbH-Gesetz nämlich ein Musterprotokoll beigefügt. Link natürlich in der Videobeschreibung.
Diese ausgefüllten Musterprotokolle oder auch andere Gesellschaftsverträge bedürfen der notariellen Form, sagt das GmbH-Gesetz. Alle gewerblich tätigen Unternehmen müssen in das öffentliche Handelsregister eingetragen werden, das bei den sogenannten Registergerichten geführt wird. Welches Registergericht für Willis oder für euren Unternehmenssitz zuständig ist, das könnt ihr mit unserem Link in der Videobeschreibung rausfinden. Und weil das Handelsregister so wichtig für die Öffentlichkeit ist, um etwas über die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens erfahren zu können oder um bei einem Unternehmen zu wissen, wem es gehört und wer es rechtlich vertreten darf, hat der Gesetzgeber folgerichtig die notarielle Form für Eintragungen und Änderungen vorgesehen. Die Außenwelt muss ja Klarheit darüber haben, dass Willis Musikschule GmbH tatsächlich dem Willi gehört und dass er vertretungsberechtigt für die Firma ist. Wie hoch die Gebühren und die sonstigen Kosten für die notarielle Beglaubigung und die Eintragung und Bekanntmachung des Unternehmens sind, das hängt unter anderem von der Höhe des Stammkapitals und von der Komplexität des Gesellschaftsvertrags ab. Ihr könnt euch hierüber aber beim Notariat eures Vertrauens erkundigen. Also nochmal, Willi, eine kleine Checkliste. Erstens, Stammkapital zur Verfügung haben und dessen Einbringung nachweisen können. Bei der GmbH mindestens 12.500 Euro in Geld, bei einem Gesamtvermögen von mindestens 25.000 Euro. Bei einer UG Gesamtvermögen theoretisch ab 1 Euro und das gesamte Stammkapital muss in Geld eingebracht werden. Zweitens, Gesellschaftsvertrag aufsetzen, zum Beispiel das Musterprotokoll zum GmbH-Gesetz ausfüllen. Drittens, Notartermin für alle Gesellschafter machen und bei dem Termin an amtliche Ausweisdokumente denken. Sowie viertens, die anfallenden Gebühren und Kosten bezahlen können. Der Vollständigkeit halber. Auch nicht rechtsfähige, gewerblich tätige Personengesellschaften müssen in das Handelsregister eingetragen werden und werden grundsätzlich nach denselben Prinzipien errichtet. Sie sind allerdings rechtlich nicht vom Privatvermögen der Gesellschafter getrennt. Für die UG und die GmbH wäre es das dann schon. Bis zur Bekanntmachung der Eintragung in das Handelsregister führt Willis Musikschule GmbH noch den Zusatz IG, das heißt in Gründung. Mit der Bekanntmachung fällt dieser Zusatz dann weg. Herzlichen Glückwunsch, Willi! Du hättest damit schon eine eigene Kapitalgesellschaft gegründet. Für Willis Vorhaben besonders interessant: Ist sein Unternehmen gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich im Sinne des Steuerrechts? Das ist nämlich steuerlich begünstigt und ergibt sich aus der Abgabenordnung. Sie ist das Gesetz über die Grundsätze des Steuerverfahrens in Deutschland und aus den Paragraphen 51 bis 68 gehen die Voraussetzungen für allgemeine Steuerbegünstigungen hervor. Da hat der Gesetzgeber eine lange Liste mit steuerlich begünstigten Aktivitäten, zum Beispiel aus den Bereichen Kultur, Sport oder Brauchtumspflege, aufgeführt. Schaut ihr doch auch mal, ob sich euer Unternehmenszweck darin wiederfindet. Für Steuerbegünstigungen ist die Rechtsform zwar grundsätzlich erstmal unwichtig. Bei Unternehmen ist aber zu beachten: Voraussetzung für alle Steuerbegünstigungen ist die sogenannte Selbstlosigkeit. Das heißt, der Erfolg soll grundsätzlich der Allgemeinheit zugutekommen. Nur dann ist die Befreiung von Umsatz, Gewerbe und den anderen Steuern auch gerechtfertigt. Weil aber bei Personengesellschaften zwischen Privat- und Unternehmensvermögen keine rechtliche Trennung erfolgt, ist die Selbstlosigkeit nahezu unmöglich abzubilden. Höchstens noch in Form einer Treuhandstiftung. Schau dir auch mal unser Video zu den Stiftungen an, Willi. Bei Kapitalgesellschaften kann der selbstlose, zum Beispiel gemeinnützige Zweck, dagegen im Gesellschaftsvertrag festgelegt werden und eine Vermischung mit Privatvermögen ist insoweit ausgeschlossen.
Willi möchte, dass seine Zeit und sein sonstiger Aufwand durch die Honorare gedeckt sind. Alles, was dann noch an Gewinnen übrig bleiben würde, will er durch seine GmbH sowieso für gemeinnützige Zwecke im Bereich der Musik einsetzen. Und wenn er das im Gesellschaftsvertrag entsprechend festhält und seine GmbH damit dazu verpflichtet, dann kann sie vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt werden. Willis Musikschule GmbH darf, wenn sie ihren Betrieb ausschließlich gemeinnützig gestaltet, so wie vorgesehen, das dann auch im Namen tragen. Sie darf dann den Namen Willis Musikschule GmbH, gemeinnützige Gesellschaft und so weiter, tragen. Das kann übrigens auch die kleine Schwester der GmbH, die UG, und sich dann GUG nennen. Willi macht weiterhin das, was ihm Freude macht. Seine Zeit und sein übriger Aufwand sind durch die Honorare der Musikschule bezahlt und alle Überschüsse fließen gemeinnützigen Musikprojekten zu. Eine tolle Lösung, Willi. Menschliche Arbeit, Kapital und Technik zur Leistungserstellung verwenden. Das ist Unternehmensarbeit. Ein rechtlich selbstständiges Unternehmen, eine Kapitalgesellschaft, zu gründen, na, das Verfahren bis dahin sollte für euch keine große Hürde mehr sein, finden wir. Deswegen haben wir alle nützlichen Links mit Checklisten, Mustern und Informationen wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Denn was der Willi kann, das könnt ihr auch. Hat euch unser Video gefallen? Können wir was besser machen? Dann lasst uns wissen und schreibt uns einen Kommentar. In dieser Videoreihe stellen wir euch auch noch weitere Rechtsformen vor, in denen ihr euer Engagement organisieren könnt. Bis dahin, ich bin Bernd Züll und das hier ist die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Bleibt dabei und bleibt dran.